ein Ex-Agency-Mitarbeiter Rico Rodriguez. Seit unserem Rückzug aus Medici war sein Aufenthaltsort unbekannt. Ist verantwortlich für die Absetzung mehrerer Staatschefs. Die Schwarze Hand hatte schon mit ihm zu tun in San Espirito. Dort hat er unseren Arbeitgeber ermordet, Präsident Salvador Mendoza. Außerdem sorgte er auch in Medici für den Sturz von Sebastiano Di Ravello. Obwohl die Agency auch involviert war, das ist sein Kontakt, Tom Sheldon. Wissen wir, dass Rodriguez persönliche Gründe hatte, Medici zu befreien. Sie haben mir schon mal von dem Mann erzählt, Kommandant Morales. Wir bereiten einen Test vor. Können wir zur Sache kommen? Natürlich, Señor Espinosa. Laut unseren Daten ist er der Sohn von Miguel Rodriguez. Meinem Miguel Rodriguez? Und? Und er ist hier. In San Luis. Jetzt. Also, das ist die Superwaffe meines Vaters. Projekt IAPA. Er war ein guter Mensch. Ein Wissenschaftler. Kaum zu glauben, dass er dieses Ding gebaut hat. Mein Onkel war auch ein guter Mensch. Und beide sind jetzt tot. Viele offene Fragen, hm? Zeit für ein paar Antworten. Du schaffst das nicht alleine. Ich hab Leute, die uns helfen. Mira, ich hab sowas schon mal gemacht. Das hier ist anders. Ich komm klar mit schlechtem Wetter. Das ist mehr als schlechtes Wetter, Rico. Hör doch bitte auf mich. Mira, ein Plan ist eine Liste von Dingen, die schiefgehen können. Meine Listen sind meistens kurz. Halt dich bereit. Wenn ich dich mit der Konsole verbinde, musst du Espinosa schnell finden. Er beantwortet meine Fragen. Wir zerstören Projekt IAPA. Abgemacht? Na gut. Dann viel Glück. Oscar Espinosa redet dann hoffentlich. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Kommunikationscheck. Natürlich nicht. Nein, hallo und herzlich willkommen zu Just Cause 4. Jawohl, viele von euch haben sich das Ding hier gewünscht, dass ich das auf dem Kanal bringe. Und deshalb habe ich mir gedacht, schnappen wir uns mal die PC-Version und schauen da mal einfach rein. Von daher, wenn ihr Bock habt, das Ganze hier auch noch weiter zu sehen, dann schreibt mir gerne in die Kommentare, dass ihr ein Let's Play haben wollt oder so. Da würde ich mich persönlich sehr drüber freuen. Ich habe nämlich mal wieder Bock auf eine längere Serie wie bei Far Cry zum Beispiel damals. Also von daher gerne in die Kommentare hauen. Am Ende des Videos gebe ich dann noch so ein kleines Fazit zum Ganzen hier ab. Ein Fazit, das ich jetzt schon mal abgeben kann, ist, dass die Haare sehr seltsam transparent animiert sind. Das scheint ein wenig buggy zu sein. Das übersehen wir jetzt einfach mal. Ich denke, das ist mit einem Treiber-Update oder generell einem Patch getan. Ich spiele hier einen Tag vor Release. Das konnte man ja mit der Gold Edition. Da war ja so ein Tag, also ein Tag früherer Zugang war da mit dabei. Und deshalb, vielleicht kommt da ja noch sowas wie ein Day-One-Patch oder sowas. Okay. Also dieser Schabernack hier scheint auch wieder zu gehen. Die ersten beiden Teile habe ich gespielt auf dem PC. Teil 3 habe ich auf der PlayStation gespielt. Wow, das ist keine gute Idee. Auf der PlayStation gespielt. Durch eine Mauer abgetrennt. Okay. Kommst du darüber? Ja genau, auf der PlayStation gespielt. Da gab es den dritten Teil ja mal wow, im PS Plus. Gratis. Und wie man hier schon sehen kann, also mit Realismus ist hier nicht viel für die Leute, die Just Cause nicht kennen. Es geht hier halt einfach nur um stumpfe Haut-drauf-Action mit möglichst viel Badabuben und allem drum und dran. Also ich finde immer, Just Cause hat auch durch diesen Enterhaken und dem Fallschirm und den Wingsuit immer so einen gewissen Flow, wenn man das Ganze spielt. Also, ne, das, Okay, wohin jetzt? Halt auf die Lichter auf der anderen Seite des Tals zu.
Das ist ein genau, also ich finde, das float einfach richtig geil. Ich weiß noch, beim dritten Teil war es einfach super fett, mit dem Wingsuit einfach über die ganze Map zu nageln. Also schon sehr, sehr spaßig. Projekt Iapa wird ab heute kein Problem mehr sein, Mira. Falls dein Plan funktioniert. Also was hier gleich auffällt, was ein wenig seltsam ist, ist die Tatsache, dass wir nicht im Dschungel sind, sondern ich kenne die schon. Bin auf dem Weg nach hier irgendwie in einem Schneegebiet. Aber okay. Wir machen mal einfach. Auf jeden Fall hier, da sieht man, oh, was ist das? Sieht man schon gleich diesen Flow, also dieses Ziehen und Fallschirm und so. Das ist schon echt spaßig. Eine Kiste voller Waffen. Nice. Die schwarze Hand zieht nie unvorbereitet in den Kampf. Das hier ist übrigens äußerst seltsam. Das habe ich eben, einmal kurz reingeguckt und was sofort auffällt, ist die Tatsache, dass man auf der rechten Maustaste, mit der man ja sonst visiert, hat man jetzt diesen Enterhaken und visieren tut man mit Shift. Und das ist natürlich sehr seltsam, weil man kennt das als PC-Spieler. Das erste, was man in jedem Spiel versucht, ist Rennen. Und das machst du halt mit der Shift-Taste. Bats. Und das klappt hier nicht. Weil wenn du die Shift-Taste drückst, visierst du halt an. Das ist gewöhnungsbedürftig, aber man kommt auf jeden Fall rein. Und dann geht's auch los mit eben besagten Flow. Weil dann macht's auch irgendwie Sinn, dass auf der rechten Maustaste halt dieser Enterhaken liegt und so. Das passt dann schon. Aber im ersten Moment äußerst gewöhnungsbedürftig. Davon, dass ich mich umgeschaut habe. Die schwarze Hand ist eine Gruppe von bestens ausgebildeten Söldnern, oh, die von das war irgendwie kontrolliert wird. Ein wenig paddelig. Seine eigene Privatarmee. Ui. Und noch dazu eine ziemlich gute. Nicht gut genug. Na komm. Kein Problem. Da war es gerade wieder, da wollte ich gerade kurz rennen und hab's dann doch wieder vergessen, dass das nicht mit Shift geht. Na komm, Rico, gib Gas. Ja, ich glaube, man kann hier schon mal ganz gut sehen, was ich meine mit diesem Flow. Wenn man jetzt noch den Wingsuit auspacken könnte, irgendwie geht das hier nicht. Ich weiß nicht warum, ob man den noch nicht hat oder so. Dann würde das noch mehr flowen. Na, guck mal, das sieht doch schon mal nice aus. Ah. Ich bin bei Projekt Iapa. Rico, weiter im Gebäude ist eine Konsole. Oh, was geht hier ab? Ich weiß nicht so genau, wie ich finde schon einen Weg. Oh mein Gott. Okay, hier können wir doch jetzt bestimmt irgendwelchen Schabernack treiben. Sowas zum Beispiel. Ah, ich hätte gedacht, das fliegt in die Luft, weil normalerweise alles, was irgendwie so komisch rot ist, hat auf jeden Fall Potenzial, in die Luft zu fliegen. Okay. Ja. Hart angeschlagen, der Mann. Warte. Verdammt. Wo sind die denn alle? Ich höre hier immer noch Leute schreien. Da. Okay, Schrotflinte geht auch steil. Ja. Kann sich die Typen auch schön herziehen und so. Also von daher herrlich. Und was auch immer geil ist, ich glaube, das sind Tanks. Warte mal. Da war Waffe wechseln. Okay. Das, was man da hinten gerade sieht, dass die wirklich so... ja, richtig nice. Dass jedes Einschussloch irgendwie halt anfängt, so ein bisschen abzusprühen. Und das, was da gerade passiert, ist echt wieder super absurd. Verdammt. Mann, lass mich doch mal die Sachen zeigen hier. Ich sterbe. Okay. Ich muss mich mal eben hier ein wenig regenerieren. So. Aber das da war ja gerade zu geil. Und das sind halt diese unsinnigen... Oh mein Gott. Ach, da hätte ich auch so machen können. Das sind diese unsinnigen Action-Sachen einfach, die wirklich absolut keinen Sinn machen. Aber auf jeden Fall nice aussehen, richtig Wumms ins Spiel bringen und einfach nur witzig sind. So, zack. Was? Ich könnte über die Entlüftung da hochkommen. Ah. Okay. Finde diese Konsole.
Du solltest besser nicht da draußen sein, wenn der Test losgeht. Fast fertig. Ah. Oh mein Gott. Ich muss mal irgendwie... Warte mal. Wieder auf... die Ratata-Pistole wechseln. Oh mein Gott. Ich glaube, das war nicht so schlau, hier mitten rein zu jumpen. Es ist wirklich immer noch sehr, sehr seltsam, mit Schiff zu visieren. Das ist echt komisch. Also wie gesagt, die Steuerung geht schon so ein bisschen in Fleisch und Blut über, möchte ich sagen. Aber es dauert halt. Also, dass hier auf der rechten Maustaste der Endhaken ist, ist auf jeden Fall gut. Aber es braucht wirklich etwas, bis man das so richtig verinnerlicht hat. Also mir passiert es immer noch gelegentlich, was zappelt er denn da so rum, dass ich mit der rechten Maustaste zielen will oder rennen will und. Warte mal, da müssen wir hin. Rico LP. Mal wieder okay, am Rande des Todes. Gefunden. So, hacken wir mal eben. Gib mir eine Verbindung und ich finde Espinosa für dich. Du bist drin, Mira. Nahkampfangriff auf Q. Das müssen wir auch nochmal irgendwie ändern. Konsole, sonst verliere ich meine Verbindung. Nahkampfangriff gehört immer auf die vierte Maustaste. Warte mal, da oben ist doch noch so eine Kiste. Bim, bim, bim. Scheiße. Nice. Ich finde ihn so schnell wie möglich. Ah, guck mal, die ist eh leer. Mann, nimm das Ding. Ja, das danke. Sie versuchen es doch schon, meine Liebe. Da ist noch einer, aber dafür ist eigentlich der Raketenwerfer zu schade. So. Raketenwerfer wird man doch für irgendwas Dickes noch brauchen. Das können die mir doch nicht erzählen, dass der nur einfach so da liegt. So. Oh nein, klick, klick, klick. Ich habe keine Muni mehr. Oh mein Gott, und da sind Scharfschützen. Oh mein Gott. Hier sind eine Menge von der schwarzen Hand. Ich bin durch das Sicherheitssystem. Waffe wechseln ist auch seltsam. Eher gedrückt halten. Los, Rico. Ich suche ihn. Klar, lass dir ruhig Zeit. Ja, machen wir hiermit einfach ein bisschen Action. Warte mal. Da liegt noch Muni, beziehungsweise ein anderes okay. Gewehr. Dann nehmen wir das einfach. Okay, interessant. Hack ist gleich fertig. Da, jawohl. Ich hab ihn. Sein Büro ist fast ganz oben im Turm. Dieser ganze Aufwand und dann ist er ganz oben. Dass er noch lebt, ist unwahrscheinlich. Er ist kein gewöhnlicher Mann, Señor Espinosa. Ja. Wir sollten lieber sicher gehen. Ja, Señor Espinosa. Mal sehen, was Projekt IAPA bewirken kann. Senor. Es dauert einen Moment, bis der Kern die volle Leistung erreicht. Könnten Sie ihn bis dahin etwas beschäftigen? Hier ist Kommandant Morales. Wir haben hier eine Bedrohung. Aktiviert IAPAs Abwehr. Setzt alle Geschütztürme ein. Die Frau, mit der Rico am Flughafen war. War das etwa... Ja. Dann kümmere dich drum. Mit Vergnügen. Hier ist Mira. Bitte antworte. Ja.
Mira? Kommen, Rico. Bitte antworte. Mira! Rico, du meine Güte, du lebst. Ich hatte kein GPS. Ja, mein Enterhaken ist kaputt. Und mein Wingsuit, Fallschirm. Und ein paar Rippen. Ich muss das reparieren. Ich habe Werkzeug in El Abismo. Wo genau bist du? Im Wald. Keine Ahnung. Ich schicke dir meine Koordinaten. Hoffentlich klappt's. Okay. Wir sehen uns dann. Scheiße. Naja, ganz so scheiße war es dann ja auch nicht, mein lieber Rico. Ohne meinen Enterhaken fühle ich mich, als würde mir ein Arm oder Bein fehlen. Okay, aber jetzt sieht es auch so aus, als ob wir hier wirklich mit dem Spiel anfangen. Das eben war natürlich nur das Tutorial. Jetzt macht das Ganze auch Sinn. Der gute Kollege hier hat nämlich nichts mehr. Von daher müssen wir uns jetzt auch erstmal wieder alles verdienen, wie den Enterhaken, den Wingsuit und so weiter und so fort. Das macht ja auch Sinn, weil so ein komplett ausgerüsteter Rico gleich zu Anfang, das hätte ich auch ein bisschen schräg gefunden. Und nun sind wir auch endlich im Dschungel. Da, wo der gute Rico auch hingehört. Wobei ich mich gerade frage, wie ist er denn da jetzt hingekommen? Waren wir nicht eben noch in so einer wunderschönen Winterwelt? Naja, Schwamm drüber. Also, Fazit des Ganzen hier. Man muss sagen, grafisch bisher, ich finde immer anhand einer Schneewelt kann man das schlecht beurteilen, aber wenn man sich hier jetzt gerade mal so umguckt, grafisch ist das wahrlich keine Granate. Also die, wie gesagt, die Haare hier, die bewerte ich jetzt erstmal nicht. Ich denke, das wird noch gepatcht. Aber was man hier gerade sieht, ist grafisch nicht überragend, aber muss es auch nicht unbedingt sein. Ich fand, die Vorgänger waren jetzt auch keine absoluten Grafikbomben. Also von daher ist das in Ordnung. Das muss man sich dann wirklich jetzt nochmal angucken, wenn wir hier ein bisschen durch den Dschungel cruisen. Ansonsten, Gameplay-technisch natürlich wieder die Action-Ballerei, der Action-Blockbuster, wie man es gewohnt ist eigentlich, wie man es vom dritten Teil gewohnt ist. Also wer die Vorgänger mochte, der kann hier auf jeden Fall zugreifen. Für Leute, die es eher realistischer mögen oder die halt Grafikbombast à la God of War oder Red Dead Redemption haben wollen, die sollten ein wenig vorsichtig sein, weil die könnten hier doch enttäuscht werden. Ich spiele das Ganze hier, kann ich mal eben zeigen, tatsächlich auf höchsten Einstellungen, also jetzt auflösungstechnisch vielleicht nicht, weil mein Monitor nicht mehr hergibt, aber ansonsten sind die Details alle auf sehr hoch. Ultra gibt es hier nicht. Von daher, ja, besser kann es da nicht aussehen, es sei denn, ihr schraubt die Auflösung noch hoch. Ja. Das hätten wir alles. Rico hat eine neue Stimme. Das dürfte auch nicht jedem gefallen. Ich finde die neue Stimme jetzt nicht so schlimm. Mich stört es also nicht so sehr. Ich glaube, etwas, was vielleicht auch viele Leute in die Kommentare schreiben werden, das ist, ja, das ist ein Spiel, das hole ich mir mal im Sale. Ich glaube, für die meisten würde das auch passen. Wenn man das Spiel hier zum halben Preis kriegen kann, dann ist das auf jeden Fall ja, ein Griff wert, sage ich mal. Da kannst du nicht viel mit falsch machen. Jetzt zum Vollpreis. Muss man gucken. Als Fan der Serie auf jeden Fall wieder zugreifen. Macht Spaß. Also das Geballere und Gebolze gerade war super witzig, so wie man es kennt. Genau, den Rest, den muss man jetzt erstmal sehen. Was das betrifft, wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das hier weitersehen wollt. Wie gesagt, mich würde es freuen. Ich habe da Bock drauf. Genau, in diesem Sinne, wenn euch das Video hier informiert oder gefallen hat, gerne ein Däumchen dalassen, gerne etwas Liebe in die Kommentare schreiben oder einfach Liebe in die Kommentare spritzen, wie ihr wollt, und beim nächsten Mal wieder einschalten. In diesem Sinne, reingehauen.